Oh, ich habe leider die Hand ein bisschen schräg gehalten, aber egal. Und ein herzlich willkommen mit mir hier, der Stefan, bei einer weiteren Folge von Outlast 2. Eine ganz kleine Ankündigung, bevor ihr jetzt wieder abschaltet. Ich habe zurzeit so eine mega gute Quote. Ich habe mich entschieden, dass ich ein kleines Gewinnspiel veranstalte. Irgendwo in diesem Video wird... Oh, ich meine... Cam laggt. Warum? Naja, irgendwo in diesem Video wird am Ende oder im Video irgendwo wird zum Schluss ein Code sein. Ein PSN-Code für die PS4 im Wert von 10 Euro. Am besten nicht nach vorne strippen. Und schaut euch das Video am Ende an und es gibt eine kleine Belohnung. Aber die Belohnung muss ich mir noch überlegen. Ich glaube, Belohnung reicht schon, wenn ich PSN 10 Euro habe. Ja, das habe ich jedenfalls euch schon mal für euch und ich werde wahrscheinlich, wenn die Quote so bleibt, häufiger ein bisschen Geld verschenken. Und das Spiel geht los. Mir ist aufgefallen, leider in der letzten Zeit, wo ich da in den Livestream gemacht habe, ja, da hatte ich ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe leider mein Livestream, also immer wenn mein OBS bzw. mein Streamlabs sich aktualisieren muss, dann sind meine ganzen Einstellungen vom Kopfhörer und Mikrofon weg. Scheiße. Und dann habe ich es vergessen, leider das wieder einzurichten. So. Ich bin, wie es aussieht, hier drin geblieben. Okay, aber jedenfalls hört man mich jetzt. Qualität ist auch supi. Ich frage mich, wie ich nochmal Kamera. Road to the mine is somewhere. Nein. V? Nee. Ah! Habe ich fies aus jetzt schon aufgenommen. Aber ein bisschen liegt es. Damit komme ich gar nicht klar. Aber wie man sieht, ich bin wieder zu Hause. So, wir gehen hier erstmal rein. Natürlich. Okay, mein Hauptprojekt wird definitiv noch instande bleiben. Ich bin definitiv jetzt auch wieder zu Hause und dann wird auch regelmäßig... Zero Riff-In kommen. Das wird absolut keine Frage sein. Und Outlast 2, so wie bei Bedarf, egal wie gut das ankommt, ich feiere das eigentlich ziemlich... es ist schon hart, finde ich. Ich habe das auch privat gezockt, aber ja. Aus nichts kommt nichts. Aber es laggt. Womit ich halt nicht so klar komme. Aber das ist auch schon ziemlich lange her. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen geblieben sind. Muss ich jetzt hier lang? Okay. Ein bisschen Angst habe ich schon. In jeden Fall gibt es hier irgendwo einen Code in diesem Video zu finden. Ich werde nicht genaueres verraten. Es wird jedenfalls nicht lang sein, der Code. Deswegen müsst ihr gut aufpassen. Und derjenige, der zuerst das gefunden hat, schreibt bitte das in die Kommentare. Erster, Hashtag Erster. Das wäre echt toll. Weil ich bin gerade am überlegen, ob ich demjenigen das über Instagram, den vollständigen Code zu senden, oder dass ich wirklich den ganzen Code... Ah, okay. Den ganzen Code mit ins Video reintue, das werde ich dann noch sehen. Oh, schreibt trotzdem mal, bitte derjenige, der den Code hat. Erster ins Video, in den Kommentaren. Dann weiß ich, wer da den Code hat. So. Und ich habe regelmäßigen Content in der letzten Zeit auch gebracht.
Greift sie mich an? Ja. Bisschen irre, meine Freunde. Ich hab... Irre. Also Gürtel eure... Nein! Ich kann ja leider keinen erdrosseln, das wäre echt homo sapienhaft. Da will ich aber nicht so nah hingehen. Wo bin ich denn hier? Was ist das? Ach so, ja, stimmt. Ich bin jetzt bei dieser alten Dame wieder. Da wäre noch Verbandzeug. Dann kann ich ja hier wieder durch. Ich halte mich mal am besten am Rand. V war hier. Ich muss ein bisschen mich wieder an die Steuerung da gewöhnen. Ich komme zu den Geräuschen immer näher. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Irgendwo sind sie. Aber kann mir auch irgendwie am Arsch vorbeigehen. Da sehe ich den ersten schon mal. Nein! Er hat mich gesehen! So eine Kacke, Alter. Richtiger Homophob, Alter. Kurz einmal heilen. Das wird meine Arschkarte sein, aber egal. Naja. Irgendwo in der Nähe, mein Freund.
Der wird safe dann nochmal gleich durchgehen. Sorry. Habe ich noch ein bisschen? Nein, habe ich nicht. Ich bekam gerade eine Nachricht. Ich kann gerade nicht. Hallo? Nein! Okay, das zweite Mal zu zocken ist nicht so anstrengend. Ich wusste echt jetzt nicht, wo das war. Jedenfalls kann ich mich noch dran erinnern, wo ich das erste Mal gezockt habe. Da war es aber mit 100% sehr anstrengend, das zu finden. Aber ich war auch ein bisschen zu inkompetent. Ich weiß jedenfalls, dass ich gleich weggehen muss. Sonst würden sie kommen. Ich wusste es. Ich wusste es. Hallo, Stefan. Moin Jan, ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Ich kann gerade nicht. So. Und wieder rein. Ich bin gerettet. Aber die Frage ist, wie lange? Und um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Und ciao.